Hier spricht wieder Ustra und ihr seid zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Grandia 2. Und ich habe gehört, wir sind noch gar nicht so nah am Ende, obwohl es so scheint, als ob wir ziemlich am Ende sind. Was soll denn das schon wieder heißen? Oh ja, es sieht lecker aus. Irgendwelche Eier. Sehr schön. Da gucken wir mal, was so. Scheiße. Ah, ich kann nicht richtig. Es ist gruseliger als Evil Within, ey. Was ist denn los? Hui. Okay. Nachdem ich diesen Schreckensmoment überlebt habe, geht's den Viechern an den Kragen. Hoffe ich zumindest. In einer gepflegten Geschwindigkeit. Wiedersehen, für dich ist diese Reise zu Ende. Oder auch nicht. Schön. Naja, dann gehe ich eben nochmal zurück. Weil so geht es nicht. So machen wir das nicht. Das können wir nicht verantworten. Wenn wir jetzt hier auseinandergerissen werden mit so kleinen Fliegen da. So. Endlich wieder Ruhe. Mann, war gruseliger als ich dachte. Weil ich wundere mich, es gibt überhaupt kaum noch Erfahrungspunkte und überhaupt irgendwie sowas. Aber es soll halt noch lange dauern. Bis es wohl hier zu Ende ist. Und wir haben in der letzten Cutscene gesehen, dass wir wohl wieder in Velma auf dem Weg sind Richtung Velmas Moon. Scheint zumindest die Aussage zu sein. Von der Cutscene. Mal schauen, was es da noch zu beachten gibt. Also diese Eier, die machen dann ein paar Linge und dann kommen dann Viecher raus. Okay, dann gehen wir da nicht lang. Und da gehen wir eigentlich auch nicht lang. Ein paar Linge. Naja. Ein paar Linge. Können wir uns irgendwie vor den Kämpfen drücken? Jawohl, können wir. Sehr gut. Lass mich bloß in Ruhe, ihr fliegenden Mistviecher. Die sind genauso schlimm. Ah. Holy Sword Armor. Dafür bin ich hingelaufen. Ob sich das gelohnt hat? Holy Sword Armor. Raises Power of Moves. Oh, ja gut. Hier ist eine super Sackgasse. Das gefällt mir super gar nicht. Jetzt dürfen wir schon wieder da unten durch diese Brutstätte da bewegen. Komm, ja. Aber das ist ja schnell abgehakt, wenn man sich ein bisschen zu bewegen weiß. Eigentlich habe ich keine Zeit für eine Shopping-Tour. Aber wir nehmen es wohl doch mit. Ich versuche jetzt mal wieder mehr auf den Wegen zu bleiben und den richtigen Weg zu wählen, der uns hoffentlich bald zum Holy Meister führt. Oder zum ehemaligen Holy Meister, müsste man jetzt schon fast sagen. Hier ist ein Helm drin, mach auf. God of War Helm. Gesponsert von God of War. Reduces IP Slowing. Nehme ich auch mit. Aha. Eventuell geht's hier lang. Der andere Weg hätte mich wahrscheinlich wieder in irgendwelche Reichtümer geschickt. Oh. Indigo Potion. Haben oder nicht haben, ist hier die Frage. Hey, da ist ein Monster. Eventuell ist hier nochmal ein anderer Eingang. Na komm. Ich habe nicht ewig Zeit. Okay. Ah, hier geht es aber auf jeden Fall weiter. Ich weiß nicht mehr, wofür ich Geld brauche. Vielleicht hat sich ein Händler in Velma verirrt. Vielleicht. Hier gibt es auf jeden Fall wieder einiges zum Brüten.
Da bin ich wahrscheinlich nicht schnell genug. Na, wie mies. Da musste ich jetzt kämpfen, um da durchzukommen. Ja. Was haben die sich bei dem Monster wohl gedacht? Sie kreuzen einfach mal ein Schwert mit einer Fliege. Und da kommt das dabei raus. Ultimative Tötungsmaschine. Hm. Geh mal auf Death. Na komm, machen wir kaputt. Was soll's. Sword enemies. Take that. Jawohl. Sky Dragon Slash. Zwei, dreimal kann ich das ja machen, von daher. 4500. Oh, die Holy Sword Armor hat ja richtig was gebracht. Damit habe ich nicht gerechnet. Wow. Ein Tausender nach oben ist hart. Ich weiß nicht, ob es sich noch lohnt, jetzt Purple Lightning noch hochzuziehen. Oh, uiuiuiui. Die sind ganz schön aggressiv, die Viecher. So. Endlich dürfen wir mal wieder was mit ihr machen. Ich war schon ganz verzweifelt. Das Coole ist, dass es da keine Wartezeit mehr gibt. Und dass auf diese Magie relativ stark gepimpt ist durch diverse Buchskills. Ui, ist das laut. Ah, hat sich gelohnt. Ich weiß zwar nicht mehr, warum sie nicht mehr ausweichen kann. Au. Au. Die scheinen wohl etwas schneller zu sein. Sehr gut. Oh. Yes. Glück gehabt. Würde ich das nennen. Level 43. Ich weiß nicht, wann ich nochmal eines von diesen Spezial-Dingern freikriege. Wir gehen mal auf Purple Lightning. Weil auch die Attacke eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Und da war noch die Idee, dass wir irgendeines der Eier voll machen. Ich denke mal, dann nehmen wir das. So. Da gibt es aber keine Belohnung für. Schade. Hätte ich so vermutet im ersten Moment. Feuer- und Explosionszauber, Wasser- und Forest-Zauber, Erde- und Forest, Wind- und Blizzard-Spells, ne? Alles nicht so wirklich meins. Shit, jetzt müssen wir da auch wieder kämpfen. Ich hoffe, ich konnte es verhindern. Ja. Ah! Und CD kommt wieder nicht hinterher, sehr gut. Na doch. Oh, das wird wehtun. Aber bevor sie drauf geht, machen wir sie mal eben weg. 68 Leben ist auf jeden Fall ein Grund, voll drauf zu hauen. Um mal ein bisschen zu rocken. Sehr gut. Atio, bleib ruhig da hinten stehen in deiner Schockstarre. Ah, schon in Ordnung. Ich habe dir gerade nur das Leben gerettet. Kein Grund, irgendwie dankbar zu sein. So, Moves. Healer Plus. Zack. Und zack. Da sonst noch irgendwelche eierigen Überraschungen? Nein, besser ist. So. Damit hätten wir das schon mal. Ich warte ja förmlich nur darauf, bis sich der nächste dreckige Boss zeigt. Okay. Da kann ich auf irgendwas drauf drücken. Vielleicht vielleicht mache ich das auch mal, weil es scheint jetzt sonst keinen Weg zu geben.
Ja, war die richtige Entscheidung, glaube ich. Kann man hier so lang gehen, dann kann man da so lang gehen, dann kann man leider nicht zum Speicherpunkt laufen. Da ist irgendwie dann zu. Aber es ist bestimmt kein Zufall, deswegen drücken wir mal hier drauf. Kann ich dann zum Speichermeister gehen? Nö. Oder? Nein, nein, nein. Oder doch? Doch, 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 doch. Puh, ein Glück. Dann haben wir das ja eigentlich relativ ganz gut abgegrast, würde ich mal behaupten und vermuten. Jetzt schmeißen sie uns wahrscheinlich wieder irgendeinen Boss vor die Füße. Davon gehe ich mal schwer aus. So, immer ein Näschen verschnäuben. Ha, bin immer noch nicht ganz auf der Höhe, leider. Aha. Okay, was ist das hier? Ah, einfach alles mal anschneiden mit dem Schwert. Dann geht er schon. Ah, hinfort mit dir. Huch. Was war das? Du bist gepeitscht hier. Gepeitscht und gepeinigt. Aber nicht mit mir. Solche fiesen Fallen könnt ihr euch echt, könnt ihr euch sparen. Jetzt kommen so richtig, jetzt kommen die richtig ekligen Teile. Ja. Ah ja, und ich... Okay, was war? War das schlimm, dass ich getroffen wurde? Ich weiß es nicht. Oh, ich glaube, wenn ich getroffen werde, kommen Gegner. Warum bist du Judo immer so weit hinten in dem Dingen? Da wäre ich mal besser ab. You can really feel it. Ah man, feel the rhythm. Rhythm of the earthquake. Oh, das macht schon okay Damage. Sag ich jetzt mal. Zack. Bevor noch einer verletzt wird. Oh, Lightning, lend us your power. Echt gespannt, wie lange das hier noch drin weitergehen soll jetzt mal, weil ich bin. Weiß ich, das letzte Mal, als ich das Spiel hier durchgespielt habe, war ich. Kein Plan. 13, 14. Und da kam mir das irgendwie nicht so lang vor. Aber wer weiß das schon. So manchmal kommen so Erinnerungsfetzen wieder. Ach ja, das habe ich schon mal gesehen, die mit so Röhren oder keine Ahnung. Ich gehe mal eben kurz hier rein. Zwei so Affen, zwei so Baumaffen. Zick, 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 zick. Hier lang. Mal eben kurz hier rein, verschnauben. Genau, okay, also diese, wenn, solange mich diese Lichter nicht treffen, ist alles voll im grünen Bereich, oder was? Okay, da geht's dann auch schon mal nach unten. Ist es gut oder schlecht oder keine Ahnung? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Die können nicht die Treppe hoch. Wenn ich schnell genug bin, könnte ich eventuell an allen vorbei. Ah, ich drück mich immer vor den Kämpfen. Ich weiß. Wir nehmen jetzt die mit und rennen dann raus. Das ist jetzt mein Plan. Ihr seht schwer mitgenommen aus, meine Freunde. Das ist ekelhaft. Keine Sorge, ich habe etwas, um eure heißen Gemüter etwas abzukühlen. Hey, ich habe lange an so Sprüchen gearbeitet, also bitte. Aber erstmal wird aufgeheizt. Zur heißen Fancy Dance Party.
Ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt noch mit so Rätseln quält und ohne Ende Gegner vor die Füße wirft. Das hat sich gelohnt. Ja, 100 fucking Schaden. Ich glaube, die sind einigermaßen immun gegen Magie. Oh, das war einfach voll die falsche Magie. Das kann natürlich auch sein. Komm her. Ist das bessere Magie, oder? Oh, ho, 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 ho. Auf geht's. Rose holt sich den und Ryudo macht den Rest. Super Teamarbeit von allen, natürlich. Saubere Sache. Jetzt so, fix weg wie nur möglich da aus diesem Bereich. Ups. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt, hier spricht Ustra. Wofür das denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht gehen wir hier lang, vielleicht auch nicht. Wir werden es erfahren in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.